Hi, wir sind hier heute in Berlin angekommen, um eine Reihe von Interviews durchzuführen. Unser erster Halt ist bei Andrea Thilo. Sie wurde unter anderem durch die Produktion von dem Film Rhythm Is It bekannt. Können Sie die Zielgruppe junge Menschen definieren? Was interessant ist, glaube ich, sich bei der Zielgruppe junge Menschen zu vergegenwärtigen, ist die Frage, was treibt junge Menschen an? Wonach suchen sie in ihrem Leben? An welchem Punkt in ihrem Leben sind sie? Was sind Themen, die sie außermusikalisch beschäftigen? Das sind interessante Fragen, die ich mir als Veranstalter stellen muss oder als Educator. Und dann komme ich an was ran, was eine Zielgruppe definiert. Aber die eine Zielgruppe, junge Menschen, gibt es nicht. Nicht für mich. Was denken Sie, was junge Leute von klassischer Musik denken? Ich glaube, dass es eine unglaublich große Möglichkeit gibt, junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. Ich erlebe immer wieder, dass die klassische Musik selbst überhaupt nicht das Problem ist. Viele junge Leute sind total fasziniert, wenn sie einen Künstler, der Zeit seines jungen Lebens 5 bis 8 Stunden am Tag geprobt hat, erleben, was der aus einem Klavier oder aus einer Geige rausholt. Die Zugänge sind häufig das Problem. Die Mixgetränke, die angeboten werden. Muss ich meine Jacke abgeben und dafür 1,50 zahlen? Da kann ich mein Getränk mit reinnehmen, ja oder nein? Warum dauert das 2,5 Stunden? Ich sitze in der Mitte der Reihe und komme nicht raus. Das sind Probleme häufig, mit denen die klassische Musik in der Vermittlung zu kämpfen hat. Ich glaube, es gibt eine große Möglichkeit, das potenzielle Interesse bewegt zu werden durch klassische Musik in jungen Menschen zu wecken. Man muss sich nur fragen, wie. Wie definieren und drücken Sie künstlerische Freiheit aus? Spannende Frage. Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus Selbstvergewisserung und Selbstbefragung. Wer bin ich als Mensch? Was will ich auf diesem Planeten? Was bewegt mich? Wo will ich hin? Wo komme ich her? Wo bin ich im Moment? Und einer großen Demut vor dem Werk und dem, was da geschaffen worden ist. Und diese Beziehung herzustellen und für sich passgenau zu machen. Das heißt, sich die Noten und das Werk anzuverwandeln und einen eigenen Zugang dazu zu finden, der sowohl für mich total stimmig ist, als auch als Funke überspringen kann. Das ist, glaube ich, für mich künstlerische Freiheit. Bis zu welchem Ausmaß ist es notwendig, klassische Musik an moderne Techniken anzupassen? Ist das Anpassung? Ich glaube, es hat nichts mit Anpassung zu tun. Da bin ich wieder bei der künstlerischen Freiheit und einer gewissen Demut, dass es irgendwas im Kern gibt, was gar nicht angepasst werden darf. Weil mit Anpassung hat das nichts zu tun an moderne Mittel. Es geht um künstlerische Interpretation, die jeder für sich selbst finden muss. Das geht eher um die Summe der Teile, die mehr sein muss. Also 2 plus 2 muss mindestens 5 ergeben. Wenn ich Bilder dazu geselle zur Musik, muss ich mir genau überlegen, warum geben die Bilder mehr, als die Musik aus sich heraus erzählt. Wenn ich Musikvermittlungsprojekte mache, muss ich mir überlegen, was muss ich obendrauf packen, was nicht alles schon in der Musik ist. Es gibt viele Sprichwörter, die davon ausgehen, dass die Musik eigentlich alles aus sich selbst heraus erzählt. Ist heute aber ein bisschen schwierig, aus Gründen, die jetzt hier auch zu weit führen, aber es gibt nicht mehr so eine Art Humus, auf den durch die Schule und so weiter aufgesetzt werden kann. Deswegen muss man an einer anderen Stelle anfangen. Anpassung ist es, glaube ich, nicht. Es ist, sich ganz genau klar zu machen, welche Mittel habe ich zur Auswahl und welches aus den Alternativen wähle ich ganz spezifisch für diesen Raum, für dieses Publikum, für diese Tageszeit? Ja? Mache ich ein Lunchkonzert oder sind wir nachts um 22:30? Bin ich in der Parkgarage oder bin ich im Botanischen Garten? Und mir dann genau zu überlegen, was brauche ich dafür? Und dann passe ich nicht die Musik an, sondern ich bin eher wie ein Koch. Ja? Das ist sozusagen die Lammschulter in der Mitte. Aber welche Gewürze brauche ich noch dazu und was packe ich noch dazu, damit das Mahl nachher unvergesslich schmeckt und ich mich möglichst in 2 Jahren noch dran erinnere? Sollte klassische Musik eher für jeden oder exklusiv sein? Die Frage kann ich nur in eine Richtung beantworten. Ich würde aber gerne das Soll austauschen. Die klassische Musik soll für jeden da sein. Würde ich gerne austauschen in die klassische Musik oder Musik ist für jeden da. Wieso ausgerechnet klassische Musik und wie haben Sie diese klassische Musik an Ihre Kinder weitergegeben?
Ich muss meine Kinder nicht mit Musik glücklich machen müssen. Aber ich biete ihnen etwas an, was für mich selbst eine zutiefste Bereicherung in meinem Leben war. Und nicht, dass das jetzt zu selbstverliebt klingt, aber ich glaube, einer der Gründe, warum ich heute so viel mit Musik und Musikvermittlung zu tun habe, ist, weil ich damals kein Klavier bekommen habe. Ich habe ein Instrument für mich ausgesucht, das eigentlich nicht meins war. Und meine tiefste Sehnsucht nach dem Klavier, das ich eigentlich immer spielen wollte, das ich aber nie bekam, führt mich, glaube ich, heute immer noch dazu, auf eine veränderte Art und Weise danach zu suchen. Und deswegen weiß ich, wie groß die Kraft auch in der Suche sein kann. Ich bin ja 46 und ich habe mein Klavier immer noch nicht in mir gefunden, aber es treibt mich weiter an.